Die neue Halle des Lifecycle Services und somit des Competence Centers bedeutet ein wichtiger Meilenstein für den Global Customer Service. Wir schaffen damit die Möglichkeit, komplexe Arbeiten an großen Maschinen, an komplexen Maschinen im Bereich Retrofit, Überholungen und Revisionen hier am Standort Linz durchzuführen. Aufgrund der Länge des Gleises sind wir auch in der Lage, große Umbauzüge hier in der Halle zu revisieren, überholen oder auch abzugraden. Wir haben hier direkten Zugriff auf die Ersatzteilfertigung, wir haben direkten Zugriff auf die Experten der Inbetriebnahme als auch die Konstruktion. So sind wir hier mit einem Bürogebäude angeschlossen, direkt an unsere Konstruktion, an unsere Projektleiter, an unsere Planungsteams. Dies ermöglicht uns auf kurzem Wege komplexe Lösungen relativ rasch und schnell in der Werkstätte an den Maschinen durchzuführen. So können hier auch Schulungen durchgeführt werden für Einbauten von neuen Technologien direkt an den Maschinen gemeinsam mit unseren Partnern. Gebrauchtmaschinenverkauf von Plasser- und Dora-Maschinen hat es ja bereits immer gegeben. Hier mit diesem Competence Center haben wir aber nun auch die Möglichkeit, diese Gebrauchtmaschinen vollumfänglich zu überholen, zu warten oder auch in gewissen Bereichen abzugraden. So haben wir die Möglichkeiten, Maschinen, die vielleicht in den 90er Jahren gebaut worden sind, hier mit neuen Technologien auszustatten, um sie wieder für weitere 10, 15, 20 Jahre einsatzfähig zu machen. Gebrauchtmaschinen sind überholt, retrogefittet, in Betrieb genommen und einsatzfähig innerhalb von 12 bis 14 Monaten. Die Gebrauchtmaschine 08275 ZW ist eine Gebrauchtmaschine, die wir vor 2 Jahren aus Polen zurückgekauft haben, die wir nun für den Kunden Nordic Masking, einen dänischen Kunden, ein dänisches Bauunternehmen, komplett überholen. Bei einem Komplett-Retrofit sprechen wir von Austausch von Motoren in neuen Technologien, einem kompletten Getriebeaustausch, sowie aber auch steuerungs- und sicherheitstechnische Upgrades, die es ermöglichen, die Maschine, die 30 Jahre alt ist, für die weiteren 10 und 15 Jahre im Einsatz zu haben.